COFA konkret. Personalwissen zum Durchstarten. Montag, der 14. Februar, Valentinstag. Und ich sag mal, schön, dass Sie Ihre Liebe zu diesem Podcast gefunden haben. Deshalb heute mal ein ganz besonders herzliches Willkommen zu diesem COFA konkret. Hotellerie und Gastronomie, das sind zwei Branchen, die schon länger mit dem Mangel an Fachkräften zu kämpfen hatten. Dann ist noch Corona dazu gekommen und hat dafür gesorgt, dass Urlaube im Hotel, Geschäftsreisen, ja und einfach auch nur mal wieder schön essen gehen, über viele Monate hinweg nicht mehr möglich waren. Viele Beschäftigte haben daraus ihre Konsequenzen gezogen und wegen der Unsicherheit und der finanziellen Einbußen in andere Berufe umgesattelt. Tja, und auch beim Nachwuchs sieht's nicht gut aus. Jede fünfte gemeldete Azubi-Stelle konnte nicht besetzt werden. Was Sie tun können, um Fachkräfte für die Gastrobranche zu gewinnen, das hören Sie jetzt. Wenn Sie Stellen inserieren, dann sprechen Sie dort nicht nur vom gesuchten Anforderungsprofil und welche Qualifikationen, Fachkenntnisse und Fähigkeiten Sie erwarten, sondern geben Sie vor allem auch einen Einblick in Ihr Unternehmen. Seien Sie authentisch. Also bitte alle gängigen Marketingfloskeln über Bord schmeißen. Schreiben Sie zum Beispiel nicht, dass Sie ein tolles Team haben. Das kann jeder und am Ende stimmt es vielleicht trotzdem nicht. Sondern machen Sie greifbar, woran Sie das festmachen. Und schreiben Sie die Stellenanzeige so, dass sie auch zu Ihrer Zielgruppe passt. Wenn Sie Ihre Kernbotschaften geschickt einbauen, dann können Sie sich wunderbar von der Konkurrenz abheben. Um junge Menschen gezielt ansprechen zu können, müssen Sie deren Wünsche und Bedürfnisse kennen. Sie müssen in Ihrer Bewerberansprache also möglicherweise vielseitiger werden. Gut, das ist natürlich aufwendig. Es hilft Ihnen aber, frühzeitig Interesse zu wecken und die möglichen Kandidatinnen und Kandidaten an Ihr Unternehmen zu binden. Nutzen Sie dafür alle Möglichkeiten, zum Beispiel Kooperationen mit Schulen, Praktikumsangebote, nehmen Sie an Ausbildungsmessen teil oder starten Sie zum Azubi-Speed-Dating. Außerdem bieten viele Industrie- und Handelskammern in Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen Aktionen zur Nachvermittlung an. Dort haben Sie also auch nach dem offiziellen Ausbildungsstart noch die Chance, passende Bewerberinnen und Bewerber für Ihr Unternehmen zu finden. Auch internationale Fachkräfte können eine Lösung sein, insbesondere im Bereich Gastro. Denn Menschen mit einem Migrationshintergrund sind überproportional oft im Gastgewerbe beschäftigt. Da kann es natürlich durchaus passieren, dass deren Bildungsbiografien und Lebensläufe nicht immer 1:1 mit dem klassischen Standard vergleichbar sind. Aber ganz viele Beispiele aus der Praxis zeigen, dass eine Zusammenarbeit trotzdem sehr, sehr oft und erfolgreich möglich ist. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass Ihr Unternehmen offen für andere Kulturen ist und auch versteht, dass damit eine echte Chance für Sie verbunden ist. Vielen Dank fürs Reinklicken. Das nächste COFA konkret hören Sie am nächsten Montag. Ich wünsche Ihnen eine schöne und erfolgreiche Woche. Hören und direkt umsetzen. COFA konkret. Jeden Montag neu.